Eigentlich sollte das Bier schon zum Witsommer oder Mittsommer dann veröffentlicht werden, aber es musste einfach noch ein bisschen lagern. Das hat sich die Hefe noch nicht ganz so abgesetzt, wie wir es haben wollten, und der Geschmack war noch ein bisschen unrund und deswegen verspätet sich diesmal leider ein bisschen. Nichtsdestotrotz, es ist ja noch richtig schön warm draußen und es ist ein wunderschön spritziges Bier. Wir haben nicht so einen hohen Alkoholgehalt mit 5,6%. Wir haben durch die Orangenschalen eben eine super schöne fruchtige Note, wenn man dran riecht. Man diese leichte Pfeffrigkeit vom Koriander noch mit dabei, auch diesen ja, schwarzen Tee von dem Relaxhopfen, den wir beim Whirlpool dazugegeben haben, ist klar erkennbar. Ist eine wunderschöne Farbe auch nebenbei, so ein richtig schönes Sonnengelb. Ja, und wenn man dann trinkt, wir haben auch ein bisschen mehr Kohlensäure, es ist wunderschön spritzig dadurch, geht leicht bitter im Abgang raus, wunderschön.